Hey ihr Lieben, Grüße und willkommen zu einem neuen Video. Heute zum Thema Ziele, bisschen genauer zum Thema, wie Ziele genau definieren mit dem SMART-Modell. Viele von euch kennen das SMART-Modell schon. Das SMART-Modell hilft einem wirklich, das Ziel dann auch greifbar zu machen, in die Umsetzung zu kommen. Und genau da setzen wir eben an. Ich nutze das Modell sehr gerne und möchte das mit euch teilen. Wir gehen jetzt die einzelnen Buchstaben von dem SMART-Modell mal durch. Wir fangen an mit S. S steht für spezifisch. Also es muss genau sein, es muss greifbar sein, euer Ziel. Dann der zweite Buchstabe M wie Martha. M steht für messbar. Und das ist eines der wichtigsten Punkte. Es muss irgendeine genaue Zahl dranhängen. Es muss irgendwas sein, wo wirklich rational, objektiv messbar ist. Und dann kommen wir zum nächsten Buchstaben A. Das bedeutet attraktiv. Euer Ziel muss euch auch was bedeuten. Euer Ziel muss wirklich sein, das muss erstrebenswert sein. Ihr müsst gute Gefühle da dazu haben. Ihr müsst sagen, Mensch, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann ist es wirklich eine tolle Sache. Und da wollen wir natürlich hinkommen. Der nächste Buchstabe ist R. Und R bedeutet realistisch. Wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte jetzt nächsten Monat 1 Million Euro verdienen im nächsten Monat, dann ist das etwas unrealistisch. In meinem konkreten Fall deswegen ist es ja auch immer ein bisschen abhängig von eurer Situation. Und deswegen ist es so wichtig, dass das jeder für sich macht, für seine Situation. Also R steht für realistisch. Und das letzte Synonym T steht für terminiert. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil ein Ziel ohne Ablaufdatum, ein Ziel ohne einen konkreten Cutpunkt ist wirklich kein echtes Ziel, sondern wir müssen ein Ziel setzen und wir müssen uns ein Datum setzen, bis wann wir das erreicht haben wollen, damit eben auch dieser Zugzwang, damit eben auch diese Ernsthaftigkeit reinkommt und damit wir dann wirklich auch das Ziel ernsthaft und mit unserer ganzen Kraft angehen können. Also deswegen gehen wir es nochmal kurz durch. S steht für spezifisch. M steht für messbar, A steht für attraktiv, R steht für realistisch und T steht für terminiert. Wir können natürlich noch ein Smart Plus Modell dazu nehmen und bei dem Plus würde ich sogar dazu nehmen, bei jedem Ziel nach dem Smart Modell muss man ein bisschen Herz mit reingeben, damit es dann auch eine runde Sache wird. Also nehmt es bitte mal mit, schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr das Smart Modell schon mal angewendet habt. Ob ihr vielleicht schon mal darüber nachgedacht habt, aber das noch nie in die Umsetzung gebracht habt. Wir können noch kurz ein gemeinsames Beispiel machen. Zum Beispiel möchte ich jetzt in Form kommen. Möchte ich zu meiner besten Form kommen, die ich je hatte in meinem Leben. Jetzt müssen wir das auch mal spezifisch machen. Müssen wir das auch mal konkret machen. Das bedeutet, okay, bedeutet es, dass ich dann 80 Kilo bin? Bedeutet es, dass ich ein Sixpack habe? Was sind die Maßstäbe, nach denen ich das messe? Also spezifisch, messbar, haben wir beides jetzt schon durch. Dann natürlich attraktiv, wenn ich natürlich in meiner besten Form bin, dann ist es für mich erstrebenswert. Ist es auch attraktiv für mich? Dann eben realistisch. Das wäre ich auf jeden Fall realistisch. Ich bin jetzt nicht sozusagen 50 Kilo weg von meinem Traumkörper und mir fehlen jetzt nicht mega die Muskelmassen, sondern es ist wirklich realistisch aus meiner Sicht, in einem Jahr in diese gute Form zu kommen. Ich war in meinem Leben schon super dünn. Ich war in meinem Leben schon super übergewichtig. Und in eine Form zu kommen, wo ich schön Muskeln habe, also nicht richtig dünn aussehe, aber trotzdem definiert bin, das ist sozusagen für mich die Definition von einem tollen Körper. Das ist für mich jetzt definitiv umsetzbar. Das werde ich auch schaffen, keine Frage. Und das Letzte ist natürlich terminiert. Bis wann möchte ich das schaffen? Ist der 31.12.2023 mein Enddatum? Ist es Ende Oktober? Ist es bis zum Sommer? Das muss ich mir natürlich festlegen. Für mich persönlich sage ich mir, dies bis dieses Jahr. Also für mich ist es Ende November, Ende Dezember muss das Ding stehen. Und das eben für euch noch kurz als Beispiel. Also ihr Lieben, nehmt es gerne mit. Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, lasst ein bisschen Liebe da. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Christian. Ciao, ciao.